Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute in dem Video zeigen, wie man solche Einschlaghülsen setzen und auch gerade einschlagen kann. Das ist nämlich wichtig. Wer da nicht drauf aufpasst, nicht schräg einschlägt, dann wird auch das Zaunelement oder der Balken, den ihr dann setzt, schief. Deshalb ist es wichtig, dass man gerade arbeitet und gegebenenfalls auch korrigiert. Ich werde euch gleich zeigen, wie ich das mache. Ihr könnt hier im Hintergrund sehen, ich habe angefangen, ich baue gerade einen Zaun, so ein paar Hülsen habe ich schon gesetzt. Und da kam mir die Idee, das Video für euch zu machen, weil das doch immer eine Frage ist, die auch recht häufig vorkommt, wie am besten vorgehen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal in meinem Video, wie ich das mache. Hier könnt ihr sehen, dass ich schon ein paar Hülsen gesetzt habe. Wer übrigens auch sowas vorhat, einen Zaun zu bauen, ich kann euch unten in der Videobeschreibung mal Einschlaghülsen verlinken, die ich auch genommen habe. Und jetzt kommen wir zum Setzen. Hier habe ich schon eine gesetzt und hier soll jetzt die nächste Einschlaghülse gesetzt werden. Und wenn möglich natürlich auch so gerade wie möglich in den Boden eingeschlagen werden. Wichtig ist, dass man beim Setzen der Einschlaghülse schon darauf achtet, dass sie gerade steht. Es wäre jetzt schlecht, wenn man die so in den Boden reinhaut oder vielleicht auch so. Dann kriegt man kein vernünftiges Zaunelement oder auch andere Sachen, die man damit aufbauen möchte, mehr ran. Deshalb wichtig, gerade arbeiten. Beim Reindrücken und Setzen von Hand achte ich schon darauf, dass es hier alles einmal in Waage liegt oder Waage ist auch vielmehr. So, ziehe mir das so ein bisschen hin, halte das auch. Und ich fange jetzt nicht gleich an, hier die Einschlaghülse reinzuprügeln, sondern drücke sie erstmal so weit, wie es geht, mit der Hand rein. Wichtig auch, dass das hier in dem Bereich gerade ist. Wenn wir hier einen Pfosten nachher drin haben oder einen Balken drin haben und möchten da was gegenschrauben, dann sollte das möglichst nicht so verdreht sitzen. Das ist auch ganz wichtig. Also achtet auch darauf, dass das möglichst gerade ist. Erstmal mit der Hand immer reinsetzen. Jetzt nochmal kontrollieren, wenn man schon ein Stück weit drin ist. Und man hat dann immer die Möglichkeit, noch etwas zu korrigieren. Das sollte schon möglichst weit in Waage liegen. Ihr könnt hinterher, wenn ihr den Balken reinsetzt, den auch noch so ein bisschen, der kippelt ein bisschen hier drin. Und mit dem Festschrauben kann man da auch noch so ein bisschen was ausgleichen. Aber am Ende ist natürlich der Spielraum da auch begrenzt. Und so gehen wir jetzt erstmal vor. Ich drücke weiter rein, so weit wie ich wirklich mit der Hand auch kann. Jetzt ist hier in dem Bereich für mich Schluss. Kontrolliere das Ganze nochmal. Stelle fest, dass er hier nicht ganz in Waage ist, hier hinten aber schon. Das bedeutet, wir müssen hier einfach noch mal ein bisschen rein. Da kann man dann noch mal drücken und halt auch einfach noch mal kontrollieren. Wenn es dann in Waage ist, dann mache ich es erstmal so, dass ich hier tatsächlich mein Holzelement nehme, setze das schon mal rein und drücke jetzt hier auch weiter von oben einmal drauf, denn auch da kann ich noch etwas Kraft eingeben. Aber wenn ich auch merke, dass hier Schluss ist, dann lasse ich das und dann kommen wir jetzt zum Einschlagen. Zum Einschlagen der Einschlaghülsen ist es wichtig, dass wir jetzt natürlich hier nicht aufs Metall draufhauen, sonst verbiegen wir das, dann passt unser Balken hinterher nicht rein. Deshalb brauchen wir schon einen anderen Balken. Am besten ist es, man nimmt einen, der richtig hartes Holz ist. Ich habe hier ein altes Tischbein, das ist noch altes Buchenholz. Oder man nimmt halt vielleicht schon von dem Balken, wenn man da was zurechtgesägt hat, ein Reststück. Aber meistens ist das weiches Holz und das geht relativ schnell kaputt. Nach ein oder zwei Einschlaghülsen ist da schon vorbei. Mit so richtig fetten, harten Buchenholz geht das besser. Ich meine, es gibt aber auch solche Aufsätze, die man kaufen kann. Falls ich das finde, kann ich euch die unten in der Videobeschreibung auch mal verlinken, wer es so machen möchte. Aber ich persönlich mache das hier einfach mit einem harten Holz. Ja, entweder nehmen wir jetzt einen etwas schwereren Hammer, so... Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm der hat. Ich kann es euch nicht sagen. Man sieht es auch nicht mehr. Aber wirklich schon so ein etwas schwierigeres Ding. Oder ihr nehmt einen Vorschlaghammer oder halt einfach hier so die Axt. Mit der Axt oder mit einem etwas schweren, also mit einem Vorschlaghammer, hat man so das Problem, dass man relativ wenig Kontrolle hier drauf geben kann. Das heißt, man schlägt es ein. Es könnte dann aber wieder schief werden, obwohl wir es auch schon relativ nah reingedrückt haben. Deshalb bevorzuge ich es erstmal so eigentlich mit dem normalen Handhammer, mit dem größeren Hammer, das jetzt einmal einzuschlagen und dann kann ich nämlich auch besser nachkorrigieren. So, leider stört mich jetzt hier diese Schnur. Mal kurz mal weg. So, zwischendurch kontrolliere ich jetzt nochmal, ob das Ganze gerade ist. Das sieht gut aus. Und hier auch ist noch ein Waage. Und jetzt ist sie schon relativ weit drin und mit dem Rest mache ich es mir etwas leichter und nehme hier die Axt und schlage das jetzt einmal damit weiter ein.
So, jetzt lässt auch mein Buchenholz hier ein bisschen nach. So. Wichtig ist, dass wir die Einschlaghülse nicht zu tief in den Boden machen. Wir haben hier zwei Löcher, da sollten wir natürlich noch dran kommen, dass wir unsere Balken nachher auch richtig verschrauben können, damit das stabil genug ist und nicht nachher anfängt zu kippeln. Und dann kann man natürlich noch gucken, ob alles in Waage ist. Das ist auch ganz wichtig, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, man kann sehen, ja, passt das. Und dann haben wir die Hülse auch schon fertig eingeschlagen. Im Hintergrund könnt ihr das jetzt schon sehen. Ich habe den Balken schon reingesetzt, habe das Ganze natürlich mit der Wasserwaage nochmal kontrolliert. Es ist in Waage und somit ist die Einschlaghülse in Ordnung und kann auch drin bleiben. Sollte es mal so sein, dass es komplett schief ist und man kann es nicht mehr korrigieren, dann bleibt natürlich meistens nichts anderes mehr über, als die Einschlaghülse nochmal rauszuziehen und dann neu zu setzen. Wenn man das zu oft macht, wird es natürlich schwieriger, weil man den Boden dann irgendwann weich kloppt und über Löcher drin hat. Dann muss man aufschütten oder vielleicht sollte man sich dann auch überlegen, ob man in dem Fall so eine Einschlaghülse auch noch einbetoniert, damit am Ende dann auch die Festigkeit gegeben ist. Ja, das war mein Video, Einschlaghülsen setzen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.